Endlich war es soweit. Der gänzlich neu gestaltete Kinderspielplatz in der Heugasse in Brunn am Gebirge konnte im Beisein zahlreicher, begeisterter Kinder feierlich eröffnet werden. Der öffentliche Kinderspielplatz in der Brunner Heugasse wurde zur Gänze neu gestaltet. Seit November vergangenen Jahres musste der Spielplatz gesperrt werden. Aber jetzt im Frühling können sich die Brunner Kinder über neue tolle Spielgeräte freuen. Es war so, dass die Gemeinde auf mich zugekommen ist und mich gebeten hat, ob wir da quasi als Experten fungieren können, dass wir einfach testen und schauen, was ist für Kinder wichtig, womit spielen sie gerne, was können wir vom alten Spielplatz belassen und was muss geändert werden. Und so haben wir dreimal den Kindergarten besucht und eigentlich sind die Kinder einfach nur beobachtet worden, was spielen sie gerne, was machen sie gerne, was ist ihnen wichtig. Und dann hat es ein Interview gegeben mit der Frau Studner und das war großartig, weil einfach die Kinder gesehen haben, wie so ein Projekt entsteht. Wenn ich zum Beispiel frage, was sie gern tun, dann kriegt man in vielen Fällen eher so klassische Dinge, die auch verbal formulierbar sind. Wenn ich beobachte, kann ich sehen, was sie für Rollenspiele machen, wie der Raum wichtig ist, dass er als Ganzes bespielt wird. Und das war zum Beispiel der Hügel. Der Hügel war bei den Zeichnungen, die die Kindergartenkinder auch gemacht haben im Rahmen des Verfahrens, auch eingezeichnet. Dann ist es wichtig, diesen weiten, offenen Hügel beizubehalten, obwohl er kein Gerät ist. Auch der Zaun entlang des Parkplatzes und der Heugasse wurde erneuert. Jene Pflanzen, die gerodet werden mussten, sind durch standortgerechte Gehölze ersetzt und mit einigen zusätzlichen Bäumen ergänzt. Wir haben verschiedene Baumsorten bepflanzt, natürlich jetzt an die veränderten klimatischen Bedingungen angepasste und haben auch versucht, eben diverseste Büsche zu pflanzen, die hier lokal ansässig sind, aber auch hierher passen. Kinder sollen sich schon von klein auf nicht nur zu Hause aufhalten, und im verbauten Bereich, also wo man keine Natur hat, keine unberührte Natur, sind natürlich Kinderspielplätze ganz, ganz besonders wichtig, wo die Kinder gefahrlos herumlaufen können, wo sie auch herumturnen können mit Fallschutz und ähnlichen Sicherheitseinrichtungen. Also die Bedeutung ist im verbauten Gebiet gar nicht hoch genug einzuschätzen. Bei so einem Projekt dabei sein zu können, das bleibt beim Kind hängen, es ist ein Erlebnis und darum freuen wir uns sehr, dass wir da mitwirken konnten.